Hey Leute, willkommen zurück bei Pokémon Shifting World zusammen mit dem Guru bei. Hallo! Wir gehen nach oben und du hast gemeint, da kommt 217. Oh. Und da ist sofort einer, ein Kampftrainer. Aber also, 217 wurde mir nie angezeigt, aber ein Kampftrainer ist da. Nee, 217 ist nach rechts. Okay. Um meine Gewandtheit zu verbessern, trage ich nur eine leichte Kleidung. Ist ein bisschen kalt für leichte Kleidung hier. Aber er ist ein echter Karatemeister. Ja. Der wird bestimmt sowas sagen wie: es ist so kalt hier. Und ja, der hat einen Kosilla. Ein Seejong. Oh, wenn es Eis ist, ist es ideal. Mit Bella vorne, die Feuerschlag hat. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich mich dazu belassen habe, mit Steffi irgendwelche Namen von. Wie heißt dieser komische Film? Twilight. Zu nehmen. Von Twilight? Twilight. Twilight Shadow. Shadow. Shadow Twilight. Ach, warte mal. Wieso kann der denn Egel sagen? Was ist denn das für eine Scheiße? Vergiftet ist Britney. Botogel. Oh, Eis. Sehr schön. Botogel ist das stärkste Pokémon. Ich würde es lassen. Ich habe selber einen Botogel im Team. Deswegen sage ich ja, es ist das stärkste Pokémon im ganzen Spiel. Ach stimmt, es hat der Feuerfänger. Das weiß ich doch selber. Okay, er setzt einen speziellen Angriff ein, das ist gut. Speziell hat er nicht so viel Schaden, kann er nicht machen. Auf die Lawine aufpassen von dem Vieh. Attacke ging daneben, ich glaub's nicht, Britney. Was machst du denn? Britney! Britney, Bitch! Setzt Eissturm ein. Wow. Initiative sinkt. Ich werde Bella auswechseln. Der gar nicht. Oh, der hat drei Pokémon. Wir machen mal eine Psychokinese. So. Dann dick mal wieder Zeit. So ab? Oh. Das ist ein One-Hit. Na, es muss einem ja auch erstmal gesagt werden, ne? Ein Pokémon für die besiegt oder was? Nee, von ihm. Ich habe eben Gift-Heap gemacht, dann musste ich dreimal oder viermal Gift-Heap machen und jetzt habe ich einmal Psychokinese gemacht und Lapras setzt er noch ein. Lapras ist ja auch ein cooles Pokémon, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus und das alles. Ich find's nur blöd, dass man in den meisten Spielen mittlerweile Lapras geschenkt kriegt. Überleg grad, wie hat man's. In der ersten Generation hat man sie auch geschenkt bekommen. Ja. Überleg grad, wie man's in der ersten Generation bekommen hat. Aber mittlerweile kriegt man viele Pokémon geschenkt. Ja. Hier kriegst du noch einen Kanto-Starter und einen Johto-Starter und wie wäre es mit einem Höhen-Starter und hier ist noch so ein Starter und hier kriegst du auch noch einen Starter und hier ein Starter mit Mega-Entwicklung. Hier zwei Starter mit Mega-Entwicklung. Ich weiß noch, als der Switch von der zweiten zur dritten Generation kam, konntest du ja nichts übertragen von der zweiten zur dritten. Also die ganzen Sachen, du musstest alles neu fangen und deswegen haben sie auch Feuergold und so, Feuergold. Wie heißt das? Feuerrot rausgebracht. Ja. Weil die sonst nicht alle Pokémon fangen hättest können. Über die anderen Versionen. Über Ach so, Rubin die waren so. Nicht kompatibel genug oder was? Genau. Und die einzige Möglichkeit, die Jutta-Starter zu bekommen, für diese Generation, für die dritte Generation, war es, wenn du in Pokémon Smaragd dein Pokédex vollständig hast. Dann konntest du dir einen von den Jutta-Startern aussuchen. Okay. Aber ich muss erstmal schaffen, Pokédex fertig zu bekommen. Ist auch so, what? Und dann muss ich neu starten, damit ich den nächsten Starter nehmen kann? Nee. Das ist eh. Ich find's ja auch doof eigentlich, dass es Pokémon gibt, die sich nur über Tausch entwickeln. Ja. Weil, mal angenommen, ich kenne niemanden, der Pokémon hat, ja.
und spiele es nur bei mir zu Hause und dann kann ich niemals Simsala oder Geowatz kriegen zum Beispiel. Ja, das hatte ich auch immer das Problem. Das ist doch super doof. Mittlerweile geht das ja übers Internet, aber früher musste man ja nebeneinander sitzen. Hast du den eigentlich besiegt, den Typen? Ja, und bin weitergegangen, da ist noch ein Trainer. Beziehungsweise die Ass-Trainerin Mareike. Und dann ist hier Gras und ich weiß nicht, ob das Stärkeufer ist. Ich guck mal auf die Karte. Hast du Mareike schon besiegt oder was? Ja, Mareike hatte zwei Vogel-Pokémon, da habe ich Dings-Attacke hier, Psycho. Ist das Route 217? Müsste sein. Aber dann ist hier Gras. Wir sollen aber zum Stärkeufer. Dann sind sie vielleicht in falsche Richtung gegangen. Also, was heißt, wir sind jetzt falsche Richtung gegangen? Dann werde ich auch mal gleich kurz Mareike besiegen. Mach mal erstmal Mareike. Ich gehe nochmal nach rechts und guck da nochmal. Aber ich glaube, da stand auch Route 217. Aber da ist, glaube ich, die Route zum Eisenufer. Müsste nochmal die Map sonst aufmachen. Ah, hab ich gerade nochmal gemacht. Okay, den Karate-Typen konnte ich dann endlich besiegen. Boah, der war nervig. Ich verwende das Itemradar meines Poketakes. Ich suche nach Dingen, die unter dem Schnee liegen. Achso, warte mal. Hier ist... Ist das Route 217? Nee. Hier oben ist noch Gras und da ist dann dieser Stein, der Evoli-Eisstein. Achso. Der ist rechts bei dem einen Haus. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen nach oben. Wir müssen durch das Gras. Okay. Aber du hast jetzt keinen Trainer besiegt oder so? Nee, nee. Also nur oben Mareike. Ja, mit der bin ich gerade dran. Jetzt ja, nehmen wir erstmal Schutz. Zwei Pokémon. Ich weiß, Blizzard ist von rechts, also du musst wirklich nach rechts gehen, damit du nach Blizzard kommst. Ja, genau. Ja, dann musst du hier durch. Aber warum haben die nicht hier gefangen? Die haben es wahrscheinlich durchgeschafft, ohne. Was ist merklich? Ach stimmt, der Magnetilo. Oh, hat der Feuerfänger. Gar nicht einsetzen. Nur wieder Magnetilo. Nee, Botogel hatte da Feuerfänger. Nee, Magnetilo hatte auch Feuerfänger. Wir haben beide Feuerfänger. Ich stehe jetzt vorm Gras, was machen wir? Ich bin erstmal paralysiert. Ja, ist blöd, weil du musstest jetzt erstmal warten. Du meinst, zwei Pokémon hat ihr gehabt. Ich hoffe, das Magnetilo kann ich jetzt erstmal besiegen. Wir können ja einen Schutz nehmen, ne? Ja, klar. Dann machen wir erstmal einen Schutz. Ich weiß nicht, ob Story jetzt gleich kommt. Okay, ich pfeife mir einen Schutz rein dann. Ein super Schutz. Ah, ja, wir müssen durch das Gras hier und dann sind wir beim Stärkeufergras. Okay. Magnetilo wurde besiegt. Und was bekomme ich jetzt als Gegner? Ja, erstmal Hagel. Dollars. Hast du Feuer? Ja. Ich hab Kampf auf jeden Fall. Erstmal, ich lass mich mal besiegen, wenn. Ja, okay, ich muss mich besiegen lassen. Also das ist eine Pokémon. Dann kann ich wenigstens sicher austauschen. Switchen. Ist ja immer noch merkwürdig, dass ein Stahl-Pokémon auch Schaden von Eis bekommt, aber okay. Mich jetzt nicht streiten mit den Leuten. So, Feuerschlag. Gucken wir mal. Megastolles ist ja wieder auch nur rein Stahl. Ist ja gar nicht mehr Stahlgestein. Guck, das finde ich auch noch komisch. Und, oh, das hat zu viele KP. Mist. Mein Capoeira hat auf Level 37 eine Init von 144. Boah. Und Angriff? 80. Ordentlich. Eine Verteidigung von 106. Ich frage mich, ob
Weekly und Nokshan bei dir auch so einen hohen Wert hat. Weil die ja alle vom selben von derselben Entwicklung aus herauskommen. Wirklich. Okay. Aber Kikli und Nokshan wäre Species Clause, ne? Wie bitte? Wäre Kikli und Nokshan nicht Species Clause? Nein, theoretisch schon. Genauso wie Rabauts? Genau, also Rabauts auf jeden Fall. Okay, der hat mein nächstes Pokémon besiegt. So. Mein Dick kann noch Aquaknarre. Auch. Weil der Verteidigungswert ist riesig bei dem Kerl. Vielleicht ist der Spezialverteidigungswert gering. Was ist denn das für eine Bestie, bitteschön? Also Stolos ist richtig Hammer. Stolos ist ein echtes Tier, Alter. Mindestens ein Tier. Wenn nicht sogar eine Bestie. Ah, warte mal, kann okay, ich ja machen, dass der Schutz hier aufhört. Genau, lauf mal ein bisschen hinterher. Ist es vorbei? Astrainer Mareike. Ich weiß gar nicht, gibt es auf 217 noch ein zweites grünes Feld? Dort, wo du mit dem Evoli-Stein warst? Ja, doch. Genau. Schutz weg nicht mehr. Okay. Willst du mal Beleber einsetzen? Stimmt ja, wir müssen jetzt fangen. Dann werde ich mal kurz austauschen. Und top. Schutz. War hier drin. Schutz. Auch wenn unsere Pokémon-Teams ganz schön mitgenommen sind, ne? Ja, ich bin auch regelmäßig am Heilen. Deswegen. So, Stärkeufer. Okay. Geh mal nach links und rechts. Sind da Items drin? In diesen weißen Feldern? Nee. Da unten in dem weißen Feld? Nee. Okay, dann fangen. Und, wann ist Schutz vorbei? Da bin ich extra für die zwei Schritte in den Schutz genommen. Ja. Vor allen Dingen super Schutz. Come on. Okay, ich habe einen Encounter, weil das Level zu hoch war von dem Pokémon. Du kannst oben jetzt auch einen Encounter. Ja. Obwohl, ich glaube, Species Clause. Ich glaube, ich habe die Vorentwicklung gefangen. Was für ein Dings hat das sowieso? Wie bitte? Was für ein Typ? Psychoflug. Ich glaube, ich habe Natu gefangen. Ich habe Zatu jetzt gerade. Natu gibt's einmal schon, ja. Mir, oder? Natu. Ja. Dann brauche ich es nicht fangen. Oder ich hab Natu. Warte mal, ich hab Natu, genau. Du hast Natu. Hm. Wie war alles jetzt? Nee, brauche ich nicht fangen. Kann ich mich entscheiden. Kannst dich entscheiden, so. Genau. Natu bin ich jetzt. So, Schütz wirklich mehr. Jetzt kann ich auch normale, reguläre Pokémon fangen. Nicht nur überlevelte. Okay, Typus normal. Okay, hab ich auch. Ich hätte einen Dodri. Ich hätte einen Hut. Dann müssen wir das nächste nehmen. Ja. Ich muss erstmal raus hier aus der Animation. So. Species Clause ist ein Dickter. Dickter! Und. Oh. Ist. Dein Primär? Ich glaube schon. Stein? Stein, müsste Steinprimär sein. Warte, ich guck jetzt bei meinem. Es ist wieder ein Dickter. Es ist immer so doof, dass es hagelt.
Jetzt erstmal einschläfern. Ich glaube, das hat niemand, sonst ist es auch egal. Ich habe schon Georock. Ja, nee, da, also das ist es nicht. Okay, also deins ist Gestein primär. Ich hoffe es, das ist primär Stein. Ich meins ist normal, ich muss es jetzt fangen. Okay. Hat es überhaupt ein Geschlecht? Nee, hat's nicht. Geschlechtslos. Ein Flottball, los geht's. Los, Hyperball, flieg und sieg. So, noch Superbälle. Flottball. Eins, zwei, drei. Gefangen. Okay, meins ist geschlechtlos. Okay, meins muss ich gleich nochmal nachgucken. Es wechselt sein Standbein so schnell, dass man es nicht sieht. Jeden Tag ruft es zur selben Zeit. Und das ist Typus normal. Ja. Normalflug. So, Normalflug. Ist es nicht auch Hut-Hut? Da ist Hut-Hut. Ja. Bei mir steht, da es in Vollmondnächten aktiv wird, sagt man ihm nach, mit den Mondphasen in Verbindung zu stehen. War das Potrott? Nee. Lunastein? Ja, richtig. Ich weiß nämlich, ob Sonnenfell oder Lunastein schon jemand hatte. Soll ich mal Lunastein gucken? Aber ich wollte mich jetzt nicht ewig noch rumsuchen. Hast du nicht Lunastein? Nee, gefangen habe ich keinen Lunastein. Ich auf jeden Fall nicht, weil es hätte sonst mir angezeigt. Ich habe extra geguckt, ob es mir angezeigt wurde. Steht aber bei Tobi und Gräns Lunastein. Und was hat, was habe ich, was ist da auf der anderen Seite? Flemli. Ja, ich habe einen Flemli gefangen. Ah, dann sind die vertauscht. Ja. So, Spitznamen geben. Ein Mädchen und ein... kein Mädchen. Kein Mädchen. Oder halt ein Mädchen und irgendwas anderes. Oder irgendwas Witziges. Du nennst deins Apple und ich nenne meins iPhone. Oder andersrum. Ich nenne meins Apple. Na gut. Ich nenne es Apple, ja. Langsam kommen wir nicht mehr auf so kreative Namen. Ich finde, das hier ist doch wohl das Kreativste. Sagen wir so, oder? Phone. So, die blauen Dinger sollen wir nicht besiegen. Was wird da? Nach Blizzard sind sie gekommen, wa? Was müssen wir jetzt noch schaffen? Blizzard, genau. Oh Gott. Also, was musst du jetzt machen? Nach rechts, oder was? Genau, nach rechts. Oh, und da ist Schnee nochmal, oder was? Ja, da ist ganz tiefer Schnee. Ah, das ist noch ein Eisenbogen. Ein wildes Zatu. Ich glaube, ich werde gleich wieder Schutz nehmen. Eine Gifttafel. Gut, der hier so lang gelaufen, kann ja auch sein. Die, Richtung Blizzard. Oh, Meisterball. Dass sie Richtung Blizzard gelaufen sind und dann anschließend nach links. Ein Bisa-Knoch. Kannst du ja mit deinem Meisterball fangen. Darf ich ja nicht verwenden. Wie sieht das denn nicht? Gegen den Regeln. Da steht doch nicht, dass man Meisterball nicht verwenden darf. Gegen die Regel, dass, dass ich ein Pokémon verwenden darf, meine ich damit, was ich mit dir zusammen fange. Ich bin jetzt in Blitzach. Ich auch. Jetzt mal mich heilen. Das Pokémon Center, wo ist denn das? Gehst hoch zur Arena und dann unten in die rechts. Achso, da, ja. So, heil mal mich bitte. Bitte. Schwester Joy, heile mich. Oh mein Gott. Schwester Joy. So. Komm bald wieder. Geh klar, Schwester Joy. Aber wieso haben die denn erst beim Stärkeufer gefangen und dann erst bei Route 270? Die sind nach rechts, von rechts hochgegangen, wo du meintest, da ist doch das Evoli-Stein und dann sind sie nach links gegangen und ich glaube, da gibt es zwei Routen, ja. Na gut, wir sind jetzt in Blizzach. Pokémon anschauen?
Oder machen wir es nächste Folge? Ach ja, Pokémon anschauen. Ja, Pokémon. Es hat Anpassung, steigert Attacken desselben Typs. Okay. Das war's, ein Lunastein, ne? Lunastein, ja. Felswurf, Juwelenkraft, Steinpolitur, Felswurf. Das hatte ich auch. Innet ist gut, aber sonst nicht. Hunschuh ist ein echter Kackvogel, oder? Mondschein, Daunenregen, Eisnebel und Aeroas. Nee, komm. Will ich gar nicht. Will ich nicht. Wenn ich die Werte sehe und dann denke ich mir, die sind so schlecht, gucke ich mir mal die Attacken an. Kein Hunschuh. Verkackt bei mir. Ich stehe vom Pokécenter. Ich stehe vor der Tür vom also im Pokécenter. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Guck bei der Arne vorbei. Ah ja, natürlich. Bis dann, tschüss.